So, grüße Leute. Willkommen bei noch einem nervigen Video von mir. Wir sind hier in meiner Werkstatt und ich habe von langer Zeit mal schon mal was aufgenommen. Und zwar so ein Update-Video von diesem Müllhaufen hier. Und ich mache es jetzt nochmal richtig und zeige euch, was eigentlich die letzten paar Tage letzte Zeit passiert ist. Hier erstmal so ein kurzer Rückblick, was gerade passiert ist, und zwar jetzt. Das brauchst du hier. So, wir haben den ersten rausgepresst. Der sieht jetzt so aus. Das lag es noch drin. Wäre natürlich das Ziel gewesen, aber ging es nicht anders. Hier ist der Ring. Das ist ein bisschen kacke. Kann ich fokussieren. Eben, es ist draußen, aber wir haben den Ring gesprengt. Außerhalb. Also das ist ein bisschen, nun ja. Wir versuchen es jetzt nochmal beim anderen, ohne dass es zu springen. Wir versuchen zuerst das Innere drücken und dann das Äußere. Ich will nur sagen, wir haben keine Ahnung davon. Also wenn man keine Ahnung hat, dann einfach testen. Einfach probieren, ich hab. Easy peasy. Keine Tonne nicht. Wow. Okay, merkt euch Leute, zuerst die Nadel rauspressen. Das sieht viel besser aus. Das sieht ganz anders aus als den Bildern. Ich muss ab und zu aufhören aufzunehmen, weil die SC gerade ein bisschen scheiße ist. Gibt's hier Klebeband? Wir haben jetzt die rausgekriegt und ja, das sieht dumm aus, ich kann nichts dafür. Es sieht dumm aus, ich kann nichts dafür. Wir haben jetzt beide raus. Das eine ist kaputt gegangen, wie ihr gerade gesehen habt, und das andere ging gut. Aber wenn man keine Ahnung hat, dann kann das passieren. Also, ja, ich habe ja noch mal zwei, weil ich ja noch eine ganze Hinterachse gehabt habe. Deswegen das nächste Woche noch mal die andere Seite wegmachen und dann ja, kann das gestrahlt werden. Endlich! Das war jetzt ein kleiner Rückblick. Seitdem her habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Also ich habe wirklich nicht viel gemacht. Das ist ein bisschen traurig. Also was ich gemacht habe, ist, ich kann es euch zeigen. Ich hoffe, man hört mich, weil ich habe das Mikrofon vergessen, weil ich sehr professionell bin. Also der Innenraum und so, das habe ich pink gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das drin habe, aber auf jeden Fall seht ihr das dann. Der wurde schön pink gemacht. Ich habe so ein... Tja, ich habe gerade Müll gelabert. Ich habe hier so ein pinken Raum noch, der glitzert und dreckig ist. Habe ich noch mein schönes Katana eingebaut, einfach nur für Optik, und einen geilen Akatsuki-Schaltzack. Daraus könnt ihr ableiten, dass ich ein Wii bin, nicht so wie an den hier. So. Hier. Alle mal folgen. Spaß. Genau, das Lenkrad habe ich abgebaut gehabt, weil ich nämlich von NRG und eigentlich von Project Car auf Instagram. Ich verlinke mal all diese Herrschaften in der Videobeschreibung. Da habe ich nämlich ein geiles Lenkrad gewonnen. Ich sollte vielleicht mal rauszoomen. Ah, viel besser. Geiles Lenkrad gewonnen. Tada! Es ist schön. Geil mit Leder und Gel. Es passt nicht ganz so der pink-schwarzen Optik,
Aber hey, es war ein gratis Lenkrad, das ich gewonnen habe. Es passt leider noch nicht rauf, weil ich noch keinen Hub habe. Aber das ändert sich, weil der Herr Tim, den ihr im letzten Video gesehen habt, mir eins schenken wird. Genau. Natürlich meine Bauarbeitfelge, meine 18 Zoll, die für Show and Shine sind. Weil mit 18 Zoll zu driften, wurde mir gesagt, ist sehr schwer. Kann ich auch verstehen. Naja, viel habe ich jetzt eben nicht gemacht. Ich habe einen neuen Tank bekommen. Das ist der alte. Der ist, wie ihr vielleicht sehen könnt, ziemlich rostig. Also... Naja, ihr wisst, was ich meine. Ist nicht mehr so der beste Zustand. Ja, hier, ich kann dann einfach von da... Naja, kann ich nicht mehr machen. Habe ich auf jeden Fall diesen Tank bekommen, habe ich auch schon ein bisschen präpariert, ein bisschen angeschliffen. Okay, die Kamera kurz abgebrochen. Auf jeden Fall habe ich hier auch schon ein bisschen präpariert, ein bisschen abgeschliffen, mit Rostschutz drüber gesiegelt. Kommt noch mal ein bisschen schwarze Farbe, damit ich zusätzlich was habe. Und dann habe ich jetzt wieder mal einen Tank drin. Dann fehlt nur noch, dass ich diese Achse hier abschleife, Rostschutz und lackiere und dann diese ganzen Arme da, ja. Mit einem Buchsenverseher und reinhaue. Es ist noch ein bisschen was zu tun. Ich habe Zeit bis nächstes Jahr. Im Januar, Februar, März, bis März etwa. Ist ziemlich leer hier drin, ne? Ja. Ja, habe ich noch Zeit. Deswegen mache ich mir da keine Probleme. Aber es hat schon ein bisschen nicht so geil. So, ja, aber das war's erstmal. Ein kleines Update-Video, nichts Großes. Denke ich auf jeden Fall, also es geht danach wieder 10 Minuten, die müsste mich 10 Minuten ertragen.